Ich grüße euch, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Vorab, bevor ich loslege, schöne Grüße an den lieben Berthold. Berthold, danke fürs Fläschchen. Ja, wieder mal ein bisschen was Exklusiveres und wieder hoffentlich etwas Leckeres. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, bei welchem Video das war. Ja, wir wollen den Berthold sehen, der Berthold Wasch zu sehen. Schaut mal das Video. Wieder Puttgarden Online-Shop, da ist der Berthold mal zu sehen. Ja, er hatte keine andere Wahl, er musste vor die Linse. Ich glaube, er fand es nicht gut, aber Berthold, so schlimm war es doch nicht, oder? Ah ja, die kann ich doch gar nicht rauslassen. Ja, und Berthold hat mir hier ein Whisky zugeschickt von Malts of Scotland. Vielen, glaube ich, ein Begriff. Aber exklusiv abgefüllt für den Versandhandel Dein Whisky. Ich muss dazu sagen, Dein Whisky selbst finde ich sehr schön. Ich habe mit dir nichts am Hut. Ein bisschen Werbung nur für die, einfach mal nebenbei. Haben schöne Abfüllung da, teilweise gute Preise, haben auch viele Raritäten im Portfolio noch. Ich finde, da kann man manchmal gute Abfüllung bestellen. Die kriegen auch mal so ein bisschen exklusivere Sachen. Das finde ich ganz schön. Ja, und Malts of Scotland liegt in Paderborn. Was gibt es in Paderborn? Die Wewelsburg gibt es da. Habe ich mir mal angeguckt, die alte SS-Schule. Sehr empfehlenswert, sehr interessant. Hugo Boss und so und schwarze Sonne da im Keller und so. Darf man nicht rein mit Kamera, habe ich trotzdem gemacht, mich ein bisschen gefilmt. Sehr interessant, geiles Teil. Macht Spaß, ein bisschen zum Museum umgewandelt. Ja, Standardflaschen, die haben die immer von Malts of Scotland. Dieser hier kam, glaube ich, 125 Euro, wenn ich das richtig recherchiert habe, gibt es auch immer noch, ist zu haben für 160. Ja, Craigellachie, 1891 gegründete Brennerei, liegt in der Speyside, gehört dem Bacardi-Unternehmen, Konzern, und ja, die haben immer so die ungeraden Zahlen, ne, bei Craigellachie, 13, 17, 19, 23, glaube ich, irgendwie so in die Richtung. So, schöner Mahagoni, bräunlicher Ton. Kein Farbstoff, keine Kältefiltration. Hatte ich gesagt, glaube ich. Ja. Ach ja. Ganz vergessen. Das ist ja ein Single-Cask, ne? Also Fassnummer 19035, destilliert 2002, abgefüllt 2019. Also wird er seine 17 Jahre wohl haben. Schreiben Sie hier nicht drauf. Hand ausgewählt und abgefüllt für deinen Whisky. Flasche 2 von 281 Flaschen. Ein Sherry Hogshead. Ganz wichtig, seht ihr, hatte ich fast vergessen. 56,2 Volumenprozente. Steht nicht drauf, aber wird dann wohl Fassstärke sein. Jo. So viel dazu. Ja, das ist natürlich ein Sherry-Brett, ne? Zieht voll in die Nase. So, Zimt, Rohrzucker. Kaffeebohne, Dattel. Erstaunlich, dass der Alkohol hier nicht in der Nase drückt. 56,2. Wunderschön. Und man hat hier dieses so feuchte Tabaknote. Ja, und da sind ja nicht viele Fans von, aber er hat hinten raus ganz zart Schwefel. Nicht störend, nur ein ganz kleines bisschen. Ja, sowas wie getrocknete Pflaumen. Ja, die dunkle Frucht, ne? So dieses Rosinendattel, getrocknete Pflaumen, so geht es in die Richtung. Aber ich mag das ja, so feuchten Tabak auch riechen. Ne? Und das hat er hier. Fruchtfliege. Tja, Berthold, schöne Grüße. Dankeschön.
Schön schliebig im Glas, richtig ölig. Läuft tierisch langsam runter, könnt ihr leider nicht sehen. Wunderschöne Körper. Oh. Intensiver, drückender, stark würziger Antritt. Trotzdem irgendwo cremig. Kleidet den Mundraum aus. Speichelfluss setzt ein, Süße ohne Ende. Aber so schöne Espresso-Süße. Espresso mit einem Teelöffel Zucker. So in diese Richtung geht das. Und deswegen zieht er auch so eine Schlieren, glaube ich, im Glas, weil der Mund auch schon so klebrig ist, so süß. Was das für ein Sherry Hoxhead wohl war. Aber das Schöne ist, er hat so ein bisschen durch dieses klebrige Tabak ganz zarten Muff. Ich würde hier auf ja, PX Sherry, weil er einfach diese Trockenheit nicht, der ist furchtbar süß. Ich finde den Abgang aber so mittellang, ne? Also viel bleibt da dann nicht mehr zum Schluss. So leicht Tahine, die Eichenwürze, keine Bitterkeit, das ist wunderschön. Scotland. Hier mit einem Logo. Oh, ist der würzig und süß. Mann. Jetzt habe ich mal ein bisschen zügiger ihn runtergehen lassen. Hat er einen Antritt auf der Zunge. Oh, schokoladig. Schokoladig ohne Ende. Und dieser Espresso ist so geil. Ich liebe Espresso. Süßer Espresso. Backsig ohne Ende. Macht Spaß. Kann man wunderbar ohne Wasser trinken. Könnt jetzt natürlich mit Wasser. Mach ich jetzt aber nicht. Wenn 10 Minuten fertig sein hier. Brennerei-Charakter erkennen? Nö, ich nicht. Null. Dafür kenne ich mich mit Craigellachie zu wenig aus und ich glaube, das ist der schon so aufgeladen, dass du da Brennerei-Charakter einfach nicht mehr kriegst. Ja, tolles Sherry Hoxhead, muss ich sagen. Preis, viel Geld, aber er hat so einen gewissen Wiedererkennungswert und seinen eigenen Charakter, das ist schön. Durch dieses klebrige und diesen schönen, süßen Espresso. Ja, für Sherry-Fans muss man haben, ne? Ist gut. Kommt man nicht drum rum. Jetzt muss man natürlich wissen, will man 17-Jährigen Vollreifung 160 Euro bezahlen. Heutzutage ist das ein normaler Preis, ne? Auch für einen unabhängigen Abfüller. Ist so. Ja. Ja, toll. Vielen Dank. Rest führe ich mir zu Gemüte. Leckerer Tropfen. Wenn das Kleingeld überhaupt und auf Sherry steht, intensiven Sherry, fast schon ein Sherry, der vieles überlagert, tja, der kann hier mal sich ein Sample von irgendwo besorgen oder gleich die ganze Flasche. Also mir hat er Spaß gemacht. Ja, freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mir. Ihr kriegt alle ein Herzchen. Ich habe für alle Liebe. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.